Die Fotos stammen aus dem Jahr 2015 und sind in dem ehemaligen militärischen Sperrbezirk Berlin-Hohenschönhausen aufgenommen. Dieses Gebiet war zwischen 1945 und 1989 einer der geheimsten Orte, zunächst der sowjetischen Besatzungszone und später dann der DDR. Es war ein Gefängnis für politisch Verfolgte, komplett hermetisch abgeriegelt und auf keiner Landkarte eingezeichnet. Von 1945 bis 1946 befand sich hier zunächst ein sowjetisches Speziallager, in dem sogenannte feindliche Elemente der Sowjetunion unter verheerenden Lebensbedingungen gefangen gehalten wurden. Bis zu 4000 Menschen gleichzeitig. Es war ein Barackenlager, in dem in dieser kurzen Zeit, also in dem einen Jahr, 3000 Menschen starben. Von 1947 bis 1950 war es dann das zentrale sowjetische Untersuchungsgefängnis für Ostdeutschland. Häftlinge mussten dazu im Keller der ehemaligen Großküche ein Gefängnis mit 60 fensterlosen, bunkerartigen Zellen errichten. Sie nannten es deshalb auch immer das U-Boot. Es waren kalte und feuchte Kammern, die nur mit einer Holzpritsche und einem Kübel ausgestattet waren und in denen Tag und Nacht Licht brannte. 1951 übernahm dann das frisch gegründete Ministerium für Staatssicherheit dieses sowjetische Kellergefängnis und nutzte es von nun an als seine zentrale Untersuchungshaftanstalt. Häftlinge des benachbarten Arbeitslagers errichteten hier später ein neues Gebäude mit über 200 Haftzellen und Vernehmerzimmern. Dieser Komplex ersetzte das Kellergefängnis und es wurden nur noch einige der dunklen Räume als Isolationszellen genutzt. Die physische Gewalt der Sowjets wurde durch übelste psychologische Foltermethoden der Stasi ersetzt. Totale Überwachung, absolute Isolation, Einschüchterung, Terror und die systematische Zerstörung der Seele, die sogenannte operative Zersetzung, waren dabei bewährte Mittel. Heute ist dieser Ort eine begehbare Gedenkstätte, durch die man meist von Zeitzeugen, also ehemaligen Inhaftierten, geführt wird. Mit einer solchen Führung hat für mich das Projekt im November 2012 begonnen. Norbert Wiesnett von Fotowerk Berlin hatte für eine kleine Gruppe von Fotografen eine Führung organisiert. Eine Zeitzeugin hat uns 2 Stunden lang durch das Gelände geführt und uns ihre ganz persönliche, tragische Geschichte erzählt. Für mich war das der erste Kontakt dieser Art und ich war fassungslos. Auch eine Woche später, als ich zusammen mit den anderen Fotografen die Gelegenheit hatte, einen Nachmittag lang in den Vernehmerräumen zu fotografieren, konnte ich mich überhaupt nicht aufs Fotografieren konzentrieren. Ich ging immer nur die langen Flure entlang, ließ die unzähligen, genauer gesagt 120 gleich aussehenden Vernehmerzimmer auf mich wirken und versuchte, all die vielen Zeitzeugenberichte, die ich in der Zwischenzeit gelesen hatte, zu verarbeiten. Hier muss man sich noch mal bewusst machen, dass es genauso viele Vernehmerräume wie Haftzellen gab. Das heißt, jeder Häftling hatte während der ganzen Zeit seiner Inhaftierung einen einzigen Vernehmer. Und das war auch der einzige Mensch neben dem sogenannten Schließer, den er zu Gesicht bekam in der ganzen Zeit. Das Thema ließ mich nicht mehr los und ich stieg immer tiefer in die Materie ein. Es sind die vielen Einzelschicksale der Opfer dieses Regimes, die mich so bewegt haben. Ihre Ohnmacht und Verzweiflung einerseits, ihre unglaubliche Widerstandskraft, ihr Mut und ihr Kampf um den Erhalt ihrer